Brauchen wir noch ein paar von. So, Vollgas. Nehmen wir hier die Bäume mit. So, was gibt es denn hier noch so alles? Okay, da hat sich nicht Steinplatte. Das ist Ziegelstein. Steinplatte. Hier wird gerade ein bisschen anders. Okay, den ganzen Bums hatten wir letztes Mal auch schon. Das kennen wir auch schon. Erste Hilfe, Kette ist neu. Boah, Fisch, Holz, Eisenplatte. Okay, kann ich mich wahrscheinlich schneller mit heilen. Ne? Was ist das hier? Tiny. So, das werde ich ja nicht bauen können. Das wird ja. Okay, egal. Hauptsache Roboter am Anfang. Das ist schon mal cool. So, jetzt gehen wir uns hier drüben ja die Steine holen. Dann fehlt da drüben schon wieder die Kohle drin. Hier machen wir einfach alles weg. Klippen können wir nicht wegmachen. So, holt euch mal hier die ganzen Stein- und Kohlebums. Ist relativ cool am Anfang. So kriegt man relativ schnell Stein und Kohle an den Start. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So, dann machen wir das hier noch weg. Dann holen wir uns das hier noch. So, also Tiny Start finde ich echt. Tiny Start. So richtig. Start. Deutsch aussprechen. Start. Tiny Start finde ich echt ganz cool. Was ist jetzt hier? Iron Ore, Copper Ore. Gut, Öl, Öl, Kohle. Weißt du noch nicht mal durch das eine Mod-Pack durchgestellt? Gestiegen, noch nicht mal alles verstanden. Direkt noch komplizierter machen. So. Kohle. Da erstmal ein bisschen was rein. So. Haben wir jetzt hier schon was? Auch mal 75, 90, 75. Okay, das geht ja wenigstens schon mal ein bisschen vorwärts. Das ist ja schon mal schön zu sehen. So, jetzt tun wir noch mal manuell unten in dieses in die Forschungsproduktion was rein. Ja, hier hat schon wieder keinen Sprit. Warum hat der nie Sprit? Warum holt denn der Holz da raus? Will er kein Holz rausholen? Einfach Holz aufs Band gelegt. Sehe ich nicht. Oder wollte der das in sich selbst reintun und hat dann gemerkt, funktioniert nicht. Ist hier mittendrin der Sprit ausgegangen. So, was ist denn mit Strom eigentlich? Strom gibt's gar nicht, ne? Okay, das heißt, das muss man irgendwie erforschen. Und was ist hier? Geht jetzt so weit weg, oder? Ach, doch kein Scheiß jetzt. Tatsache, steht echt so weit weg. Sehr gut. Richtiger Amateurfehler hier. Machen wir mal 10 rein, das dauert ja, bis der das verbraucht. Einfach richtiger Amateurfehler am Anfang. Unfassbar. Dann nehmen wir das hier noch mit. Also die Karte gefällt mir sehr schön, die Landschaft und so, das ist echt schön. Hier gibt es noch ein paar Eisenplatten zu holen. Kann das auch die Jungs machen? Jungs, ihr seid klasse.
So, hier unten bauen wir dann wieder das Kraftwerk. Das wollte ich mal gerade reingucken. Das muss es ja dann hier irgendwo geben, ne? Ja. Ach stimmt, das haben wir letztes Mal auch erforscht. Aber was macht man denn zwischenzeitlich mit Strom? Moin Lord, moin moin. Gut in die Woche gestartet. So, wir machen erstmal diesen Automatisierungskern. Holen wir uns hier das ab. 135. Ja, schon mal gut. Ich bin ja auch jetzt schon gespannt. Ich bin jetzt schon am Verzweifeln. So. Was machen wir eigentlich mit dem schlafenden Freund? Hilft er uns? In der Verteidigung oder wie? Und so einfach 5 bauen. Immer gut. Immer nochmal 5. Wie machen wir weiter? Weiter auf Heimatplanet. Hier so, Nester, ganz normal. Ich habe aber die Einstellung von dem Spiel genommen. Also es gibt auf jeden Fall Nester. Also die Einstellung von Space Exploration habe ich genommen. Weil da stand irgendwie oben. Auf der Standardeinstellung wären die Biter wohl zu stark. Es wird empfohlen, das umzustellen auf Space Exploration. Dann habe ich das erstmal auf Space Exploration umgestellt. Und es gibt auf jeden Fall Nester. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. Und die sind jetzt noch schwächer als das letzte Mal. Aber ganz ohne Gegner werde ich nicht spielen. Nee, das ist mir dann zu langweilig, glaube ich. Schönes Haus. So. So, was haben wir als nächstes? Das war auch nicht verkehrt. Das braucht man auch relativ zügig, ne? Verwende das Medipack, um dich selbst zu heilen. Medipack, das stößt mir immer mehr ins Auge. Das scheint wohl irgendwie wichtig zu sein. Wir holen uns jetzt aber erstmal die Militär. Dann brauchen wir hier wieder... Das reicht erstmal. Was? Will der Meteorit? Meteor? Okay, der ist hier irgendwo. Okay, das heißt, der wird auch immer wieder unsere Anlage zerstören, so wie ich das verstehe. Moin ab! Moin, moin, moin! Das Ding kann ja irgendwas Gutes für uns bauen, ne? Motoren. Ich brauche Motoren. Zahnräder brauchen wir auch. Können wir dann hier bauen. Ne? Strom haben wir denn? Nichts mehr eigentlich. Ne? Das ist schon übel. Ey. Egal, wir ballern hier mal 100 rein. Dann ballern wir hier mal 100 rein. Und hier ballern wir auch 100. Wo
dem Strom finde ich sehr interessant, dass es diesmal gar keine Windkrafträder am Anfang gibt. Das ist sehr merkwürdig. Also da habe ich mich ja schon drauf gefreut, diese Windräder wieder zu bauen. Jetzt sagen die einfach, gibt's nicht. Hm, komisch. Zahnräder, und was braucht der? Der braucht dann die Motoren von hier. Okay. Oder noch welche? Nee, keine mehr. Die Motoren für Fließbänder ist auch sehr interessant. Das heißt, die Produktionsstraße wird dann auch schon wieder anders aussehen. Lass mich überraschen. Ah, okay, der macht aber auch immer mehr, ne? 15 Eisenplatten mit 20 Eisen, mit Eisenerz. Okay, das ist ja okay. Dann bin ich ja zufrieden. Ich dachte schon, man braucht jetzt 20 Erze und man würde nur 10 daraus kriegen. Aber 20 ist ja schon wieder okay. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Stein reintun. Ja. Machen wir die auch voll. Forschung ist abgeschlossen. Ich hätte schon gern das Ding hier. Die Ausrüstung, die brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir diese Tiny Armor haben, ne? Da ist auch ein Energieschild mit drin und so. Das ist cool. So, dann bauen wir uns auf der Hand mal hier so ein Maschinengewehr. Natürlich auch Munition dafür. Vielleicht ein bisschen mehr. Mal so 100. Das ist ganz cool. Und ich würde ganz gern warten mit der ersten Melze, bis ich ein bisschen Strom habe. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Automatisierungskerne haben wir auch schon. 4 Eisenstänge, 4 Zahnräder, 4 G6 Kupferplatten. Das scheint ja auch einigermaßen geblieben zu sein, wie das letzte Mal. So, und wir haben natürlich auch wieder die, aber die brauchen auch Strom. Deswegen bauen wir die noch nicht. So. Ich würde ganz gerne, glaube ich, die Schmelzen hier nach unten bauen. Mal gucken. Alles gut ab. Jeder so, wie er möchte. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe selber keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ich hoffe, es wird funktionieren. Und das ist einfach Sand hier. Das? Bäume sehen auch cool aus. Das ist echt schön. Haben die schön gemacht. Haben die richtig schön gemacht. Denn ich weiß jetzt nicht. Ja, ist auch mein erstes Mal, dass ich so spiele. Aber ich glaube, hier oben ist jetzt zu. Das habe ich eben nur im Augenwinkel gesehen und es ist tatsächlich so. Also durch die, ich habe meine Map genommen und durch die Einstellung auf K2 SE, auf Space Exploration, ist irgendwie mehr Wasser dazu gekommen. Das heißt, oben ist jetzt einfach zu. Das heißt, von oben werden wir nicht angegriffen. Das heißt, wenn wir später nach oben wollen, müssen wir Landaufschüttung betreiben. Ist schon mal sehr interessant, sehr gut zu wissen. Kann ich mir hier auf der Karte irgendwie Zeichen ausmachen? Okay, so. Dann möchte ich das. So, ein bisschen gestört, dass da oben stand.
nehmen wir mit. So, dann machen wir das Feld hier schon mal frei. Die Steine werden wir gleich auch irgendwann brauchen. Werden wir uns die direkt snacken gehen. Gibt es hier irgendwo noch ein Kohlefeld? Verbindung? Ein Satellit muss gestartet werden, um Navigationssatellit. Das ist alles, was wir in Kohle haben. Diese 77. Nein, da, okay. Okay, da von hier oben nichts kommt, werden wir sehr schnell zu diesem Feld da oben gehen. Drücke mal N. Ich weiß nicht warum. Ach, die Motoren baut er dann mit der Hand. Ne, hör mal auf damit. Nehmen wir für uns und dann holen wir hier noch welche rein. Du machst uns noch mal ein paar Zahnrädchen. Süße kleine Zahnrädchen. So, so ein Forschungsgebäude kann ich bauen. Aber kostet auch wieder Strom, was wir natürlich nicht haben. Sehr schön. Wir werden das Kraftwerk diesmal hier oben bauen, ziemlich nah an dem Kohlefeld. Wenn wir dann ein bisschen laufen müssen immer. Da sieht das cool aus. Dann gefällt mir das so sehr. So. Sind denn hier 600? So, was brauchen die denn hier? Motor- und Greifarmteile. Motoren haben wir, Greifarmteile haben wir aber keine. Können wir selber bauen, okay. Und dann bauen wir dasselbe hier auch nochmal hin. Okay, das dauert ja nur Stunden, bis man die hat. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ganz schnell Strom. Das ist mir gerade so das Wichtigste, den Strom zu kriegen. Ob das dann sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. So, dann haben wir nämlich hier nachher den Strom, zack, stehen. Wir können dann von hier die Kohle nach unten holen. Machen wir so. Die Bäume nehmen wir wieder mit. Wir gucken, ob das Feld frei ist. Das ist aber frei. Dann bauen wir das hier noch ab. Ab, danke dir für den Follow. Das ehrt mich sehr. Danke, danke, danke. Hier noch ein paar Motoren, die scheinen wichtig zu sein. Wir haben aber kein freies Gebäude. Okay. Ein Produktionsgebäude können wir. Befeuerte Montagemaschine. Ja, was ist das denn? Und jetzt sagt bloß, das hier ist auch befeuert. Ich fasse es nicht. Okay, ich muss mir die Sachen eindeutig vorher angucken. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega geil.
Das ist einfach eine befeuerte Forschungsstation, Alter. Genauso wie diese Montagefabrik, die auch befeuert ist. Geil. Wer braucht denn Strom? Boah, das sieht ja richtig cool aus. Macht wahrscheinlich Umweltverschmutzung sein Großvater, ne? Wir haben Maschinengewehr. Ich wollte jetzt mal Richtung Beißer laufen. Gucken, wie weit die weg sind. Damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe. Man kann nicht... Nein. Man kann Steine einfach so auf den Boden legen. Boah, es gibt so viel Neues zu entdecken. Boah, ist das schön. Boah, macht das Spaß. Was macht er? Bullisteine. Ach, hab ich gemacht. Na, na. So, dann laufen wir mal weiter hier. Man sollte sie aber schon treffen. Ist ja gut, so. Die Kämpfen habe ich immer noch nicht gebraucht. Komm, mach das Nest jetzt kaputt hier. Da oben ist einfach baden gegangen gerade. Wie crazy war das denn? Ist einfach ins Wasser gesprungen. Der wollte eine Runde schwimmen. Und das nehme ich hier auseinander, das Ding. Hab ich jetzt leicht 30 Schuss gekostet. Hallo? Kannst du den hier... Schön. Forschung ist beendet. So. Was braucht man denn, um das Kraftwerk zu kriegen? Strom. Da braucht man das hier für. Jetzt der kleinere, der war zwar cool, aber geschützt haben wir natürlich auch gut. Aber eins nach dem anderen. Wir können noch eine Mauerproduktion schon mal starten. Kostet uns ja nicht so viel. Was ist das? Kernriss. Kann mit einem Kernerzförderer abgebaut werden, um Kernfragmente zu erhalten. Der Riss kann vorübergehend mit Kippensprengstoff oder einer Granate versiegelt werden, um drüber zu bauen. Okay, cool. Dann kann man den später wieder freispringen. Sich das alles einfallen lassen. Hier ist noch ein riesen Steinfeld.